Ich probiere super gerne Sachen aus. Kann ich nicht, gibt es erstmal einfach nicht. Dani stößt mit dem Blindenlangstock die einzelnen Buchstaben des Wortes Hindernis um. Dani sitzt in der S-Bahn. Also für mich ganz speziell, weil ich ja nicht nur blind bin, sondern ich habe auch Rheuma, ist das das beste manuelle Training, was man sich nur, oder beziehungsweise die beste Physiotherapie, die ich mir so bisher denken kann. Also ich habe ganz viel ausprobiert. Ich komme mit Rückenschmerzen oder so in die Halle und kletter zwei Routen und die Rückenschmerzen sind erstmal weg. Weil das ist zum einen, das ist ja Faszientraining, was man ja überall hört. Es ist Muskelaufbautraining. Es ist was für die Birne. Dani steigt aus dem Zug und verlässt die Bahnstation mit der Rolltreppe. Vor einer Kletterhalle umarmen sich Dani und Carsten und begrüßen Marius, den Klettertrainer. In der Halle ziehen sie ihre Kletterausrüstung an. Man sieht Dani, wie sie gesichert von Marius eine Kletterwand hochklettert. Carsten schaut von unten zu und staunt. Ja, ich sprach aus. Dani wird langsam abgeseilt. Könnte ich nochmal machen. Aber jetzt ist Carsten dran. Dani knotet Carsten an seinem Sicherungsgürtel an. So muss ich das mal vorstellen, Dani ertastet ihre Klettergriffe und da sagt keiner was. Und da sind Routen, die sind, ja, da komme ich keinen Meter hoch oder zwei vielleicht. Also absolut beeindruckend und es macht eigentlich für jeden mal Sinn, sich das mal anzugucken, um zu sehen, ja, was möglich ist und ja, wie toll das eigentlich ist. Carsten beginnt gesichert von Dani seine Kletterroute. Ich habe so Angst. Macht viel mehr Sinn, dass ich aktiv dabei bin, um das aus erster Hand weiterzugeben. Wenn jetzt mal die Dani nicht dabei ist, dann kann ich zumindest mal erzählen, wie es ist, wenn ein Mensch mit Sehbehinderung klettert. Und versuchen, ich will auch gar nicht erzählen, wie es ist, sondern ich möchte ja Menschen versuchen zu animieren, das auch selber mal auszuprobieren. So. Auch in der Gemeinschaft. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, ich komm runter. Carsten wird langsam von Dani abgeseilt. Sie klatschen sich gegenseitig ab. Man muss ja auch mal einfach von der Leistung her sehen, als Dani gesichert hat, bin ich am höchsten geklettert. Ich fand das total toll, weil wir arbeiten ja in so einem Projekt zusammen, wo es darum geht, Freizeit und Gesellschaft und Sport auszubauen. Und da wir ja in Bergisch Gladbach gar nichts haben, ich wohne ja in Bergisch Gladbach und muss immer noch nach Köln fahren, und einfach hier zusammen zu gucken, was geht. Und jetzt gleich kommen ja auch noch ganz viele Leute mit Gehbehinderung, die hier auch klettern und die sonstige Handicaps haben. Vor allen Dingen zu gucken, ob man das nicht auch zu uns bringen kann, in den rheinisch-bergischen Kreis. Weil der gesundheitliche Aspekt vom Klettern, der ist ja nun schon oft genug besprochen worden. Darüber braucht man gar nicht mehr diskutieren. Es fehlt einfach nur noch eine Möglichkeit. Und wir haben ein unheimlich großes Sportzentrum in Bergisch Gladbach, auch an der Flora. Ich denke mal, in irgendeiner Halle lässt sich da eine Kletterwand mit Sicherheit installieren. Das dürfte nicht das Problem sein.